Das Thema, um das es heute gehen soll, ist Transhumanismus. Ein Begriff, der manchen noch gar nicht so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist, der aber trotzdem möglicherweise sehr stark unsere Zukunft bestimmen wird. Damit bin ich verbunden in einem Zoom-Interview mit Professor Paul Kollen. Ich grüße Sie recht herzlich und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier miteinander sprechen können. Ja, guten Morgen, Herr Hoffmann. Vielen Dank für die Gelegenheit. Guten Morgen. Sie sind ja nicht nur Laborleiter und Internist und Molekularbiologe, Sie lehren auch an der Universität in Münster. Zusätzlich sind Sie im Vorstand des Bundesverbandes Lebensrecht und auch im Vorstand der Ärzte für das Leben, also Themen, die menschliche Würde betreffen, sehr, sehr stark engagiert. Und Sie verstehen sich auch sehr deutlich Ihre Haltung aus einer christlichen Grundhaltung heraus. Wir reden heute über Transhumanismus. Vielleicht geben Sie ganz kurz eine Definition für all die Menschen, die diesen Begriff noch nicht kennen oder nicht genau genug definieren könnten. Also das stimmt tatsächlich, alles, was Sie gesagt haben. Aber mein Impuls für die Aktivitäten jetzt sowohl bei den Ärzten für das Leben als auch im Lebensrecht stammen von meinem Verständnis der Menschenwürde und von den Menschenrechten heraus. Also ich vertrete, würde ich mal sagen, eine ziemlich klare, fast radikale Menschenrechtsposition und denke, dass alle Menschen auf dieser Erde dieselben Rechte haben. Für mich fängt halt das menschliche Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an und endet mit dem natürlichen Tod. Und daher kommen natürlich Menschen, die noch nicht geboren sind, auch exakt dieselben Rechte zu wie wir uns alle. Und wir alle auf dieser Erde haben dieselben Rechte. Sozusagen, das ist die Grundposition. Und wie ich jetzt zum Transhumanismus, was Transhumanismus ist, das ist eine Entwicklung, eine Bewegung, kann man fast sagen, die es inzwischen vielleicht seit 20 Jahren gibt, die aber in den letzten Jahren sehr viel an Fahrt aufgenommen hat, sowohl was die Technik angeht, als auch was die dahinterliegende Ideologie angeht. Und das ist die Vorstellung, dass man das menschliche Wesen durch eine Verschmelzung mit der Technik radikal verbessern und verändern kann, sodass am Ende man eine Art neues Wesen geschaffen hat, was sich so sehr von unserem herkömmlichen Wesen als Menschen unterscheidet, dass man von einer neuen Art sprechen kann. Also es ist ein ziemlich radikaler Gedanke und es ist nicht einfach so, wie viele Leute sich vorstellen, dass es darum geht, durch prosthetische Veränderungen des Körpers bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. Das ist natürlich ein Teil davon, aber es geht um das Wesenskern der Menschen und es geht darum, den Menschen in seinem So-Sein, wenn man so will, radikal zu verändern. Darum geht es, durch Technik. Und die Technik schließt natürlich auch, was die Computertechnik, die mechanische Technik, aber auch die Biotechnologie mit ein, ja. Wir hatten ja bereits im Frühjahr dieses Jahres ein Gespräch gehabt. Sie waren in Wien zu einem Vortrag, der übrigens auch online verfügbar ist. Und wir haben über dieses Thema gesprochen. Seitdem hat sich schon wieder einiges ereignet. Anlass meiner aktuellen Anfrage an Sie zu diesem Interview war gewesen, ein Bericht, den ich im ORF gelesen habe. Da ging es zunächst mal darum, dass die Rede davon ist, dass erste Protoembryonen ohne Spermien und Ei erzeugt würden. Es ging dabei um eine Kultur von Mäusen. Wurde jetzt mit einem Bericht vom 25. August 2022 war die Rede Embryonen ohne Ei, Samen und Gebärmutter. Das wirft natürlich eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen auf. Bisher hat es die Experimente an Mäusen gegeben, doch wo wird das Ende sein? Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Gastbeitrag von Professor Ulrich Körtner. Er ist Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität in Wien. Er schreibt Folgendes. Die Forschung auf dem Weg zu Embryonen, die ohne Verwendung von Keimzellen erschaffen werden, hat in den jüngsten Studien in Israel und in den USA eine neue Stufe erreicht. Die vorliegenden Ergebnisse sind beeindruckend. Das Potenzial synthetischer Embryonen für die Erforschung der embryonalen Entwicklung, der Entstehung von Krankheiten in den frühen Entwicklungsstadien ist hoch.
Und dass in Zukunft hier tatsächlich Fakten geschaffen werden, das wird auch aus dem Folgenden deutlich. Synthetische Embryonen könnten künftig auch in der Arzneimittelforschung eingesetzt und als Alternative zu Tierversuchen dienen. Hoffnungen richten sich auch darauf, aus synthetischen Embryonen Gewebe für Organtransplantationen zu gewinnen. Synthetische menschliche Embryonen. Und natürlich werfen sich an dieser Stelle sehr viele Fragen auf. Nicht nur, was der ungeklärte Rechtsstatus dieser Embryonen ist, die auf diese Weise künstlich geschaffen worden sind. Vor allem, wenn es humane Embryonen sind. Herr Professor Kullen, was sehen Sie an dieser Stelle an Entwicklungen, die Ihnen Sorge machen? Denn in vielen dieser Dinge geht es ja darum, in den Menschen und in die menschliche Natur einzugreifen. Ja. Also es gibt ja verschiedene Gedankenströme. Also ein Gedankenstrom ist, die Speziesgrenze zwischen Mensch und Tier radikal abzuräumen, herunterzubrechen, durch die Schaffung beispielsweise von sogenannten Chimären oder Mischwesen. Also das heißt, das hat man bereits im Tierversuch gemacht. Und die Idee ist zum Beispiel, man schafft ein Mischwesen aus Mensch und Schwein, und um zum Beispiel menschliche Organe, an die man sonst schwer herankommt, zum Beispiel ein Herz, zur Verfügung für die Transplantationsmedizin zur Verfügung zu stellen. Und das Problem ist diese klare Trennung, dass nur die Leber menschlich ist und alles andere nicht. Das ist technisch sehr schwierig zu realisieren und soweit ich informiert bin, noch nicht möglich. Und ob das je möglich sein wird, weiß ich nicht. Aber auf der philosophischen Ebene, auf der ideologischen Ebene ist es natürlich auch mit dem Ziel, den Menschen von seinem Thron zu stürzen. Also es gibt ja diese in der Vergangenheit gab es ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, also diese verschiedenen Angriffe, die es gegeben hat auf die gesonderte Position des Menschen. Erstens dieses heliozentrische Weltbild, dass die Erde nicht in Mitte des Universums, sondern dass die Sonne in der Mitte ist und die Erde kreist um die Sonne. Und dann das Zweite war mit dem Darwinismus und der Evolutionslehre, dass der Mensch aus dem Tierreich oder heraus sich gebildet hat durch die Evolution. Und die dritte dann, glaube ich, war durch Sigmund Freud, dass das Unbewusstsein eine größere Rolle spielt als das Bewusstsein. Das sind die drei sozusagen Hammerschläge gegen die These der Zentralität des Menschen im Kosmos. Und jetzt wären wir, also der Transhumanismus wäre aus meiner Sicht in dieser Reihenfolge sozusagen der vierte Hammerschlag, dass der Mensch vom Thron gestürzt wird, einerseits indem er radikal fusioniert wird mit dem Tierreich auf der einen Seite und mit dem Maschinenreich auf der anderen Seite. Und die Idee ist grundsätzlich, dass der Mensch sich selber erschafft. Also der Mensch ist nicht Kreatur, also ist nicht selber geschaffen, sondern schafft sich selbst. Und wir haben gerade jetzt, wir, die jetzt im 21. Jahrhundert leben, wir haben das 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert aller Zeiten. Das vergessen die Leute nicht, aber es war mit Abstand das blutigste Jahrhundert, was Kriegsführung, Gestorbene, Hungersnot und so weiter anging. Und im Gegensatz zu früheren historischen Epochen, zumindest aus meiner Sicht, scheint es, dass das 20. Jahrhundert war das Zeitalter der sich bekämpfenden Ideologien. Und diese Ideologien haben unermesslich Leid über die Menschen gebracht. Und diese Ideologien basierten zum Beispiel in dem Kommunismus, aber auch in dem radikalen Kapitalismus interessanterweise, auf die Vorstellung, dass man einen neuen Menschen schaffen kann. Also in der Sowjetunion Homo Sovieticus und in der westlichen Welt Homo Economicus. Dass wir den Menschen auf bestimmte Teilaspekte reduzieren. Und letztlich ist es eine hybristische Vorstellung, ist Hybris,
ohne Ende, natürlich ohne jetzt einen Glaubensbezug. Also natürlich ist es so, für glaubende Menschen geht das sowieso nicht, aber es ist ohne einen Glaubensbezug diese Vorstellung, dass wir uns selber neu erschaffen können. Und wir haben das mehrfach versucht, in der Vergangenheit den neuen Menschen zu schaffen. Und das ist, hat immer in der absoluten Katastrophe gemündet. Und ich sehe hier keine Signale, dass wir es jetzt dieses Mal in dieser Iteration mit dem Transhumanismus besser hinkriegen werden als mit den Versuchen bisher. Und der Transhumanismus ist natürlich radikaler. Also wenn Sie jetzt an die drei Stufen, die ich erläutert habe, zurückdenken, mit der Psychoanalyse, mit dem Unbewusstsein, weil das war schon, kommt uns sehr nah. Aber was wir und auch mit den Versuchen, den neuen Menschen zu schaffen in bestimmten Wirtschaftsmodellen, kommt das auch nah. Aber jetzt wollen wir uns im Kern unseres Wesens verändern. Wir wollen jetzt nicht sozusagen einfach, dass wir bessere Fähigkeiten erlangen, die wir sonst nicht haben, sondern wir wollen den Menschen in seinem Kern verändern. Entweder auf der biologischen Ebene oder auf der technischen Ebene, also auf der Maschinen, durch Maschinen oder durch Veränderungen in der Biologie. Und das ist eine Vorstellung, die in seiner Radikalität vollkommen neu ist. Ja, Sie sprachen dort radikale Ideologien an der Vergangenheit, Homo Sovieticus, Homo Oeconomicus. Am Anfang steht oftmals der Wille, das sind die Philosophen, die Ideologen, die eine Basis liefern. Der zweite Schritt ist dann quasi die Machbarkeit, das Ganze umzusetzen, politisch oder in diesem Fall auch technologisch, die Technik zu haben. Und der dritte Schritt ist dann quasi die Finanzierung oder die Möglichkeit, das Ganze in die Breite zu bringen. Neben dem Homo Sovieticus und Homo Oeconomicus taucht jetzt auch ein Homo Deus auf, was eigentlich die zentrale ideologische Grundlage für den Transhumanismus ist. Die Person dahinter ist Yuval Harari, zu dem Sie sicherlich einiges sagen können. Ja, also Yuval Noah Harari ist ein Wissenschaftler aus Israel und ein Historiker. Und das Buch, was Sie ansprechen, Homo Deus, das ist sozusagen der Kerntext, würde ich schon sagen. Hat sich zumindest zu einem solchen Kerntext gemausert. Der ist in das öffentliche Bewusstsein gekommen, würde ich behaupten, erst seit vielleicht 18 Monaten oder 2 Jahren. Aber der war vorher sehr aktiv. Der war vor einigen Jahren, als Frau Merkel noch Bundeskanzlerin war, war er hier in Berlin und ist vom politischen Berlin absolut gefeiert worden. Das hat niemand mitgekriegt in der Öffentlichkeit oder kaum jemand, nur die ihn kannten. Aber es war natürlich eine sehr bedeutende Begegnung. Es ging um die Vorstellung, vierte industrielle Revolution ist zum Beispiel so ein Schlagwort, was gerade in Deutschland jetzt ein bisschen weniger, aber in den letzten Jahren sehr stark propagiert wurde. Und letztlich die Digitalisierung, alle Lebensvollzüge und so weiter. Und ich meine, ich will jetzt 2 Sachen sagen. Also der Yuval Harari spricht von hackable animals. Also der hat von Menschen gesprochen, als dass der Mensch ein wie würde man das sagen auf Deutsch, hackbare Tier, also ein Tier wie ein Computerprogramm, was man hacken kann, kann man den Menschen hacken. Also man kann einen Hack machen, das heißt eine Veränderung sozusagen des Quellcodes. Also ein Hack in der Computersprache, für die das nicht wissen, ein Hacker, was macht ein Hacker? Ein Hacker nimmt ein Computerprogramm und geht dann in die Quellcode hinein und verändert die Quellcode, sodass dass das Programm was anders macht, was der Hacker macht und nicht was der Programmierer will. Und der Quellcode bei Menschen wäre in diesem Fall zum Beispiel unsere DNA oder andere Funktionen, die einfach durch das natürliche Leben vorgegeben werden. Und die sollen jetzt verändert werden. Das heißt, in uns wird etwas verändert. Es geht nicht darum, dass ich außen etwas mache, technische Verbesserungen, zum Beispiel irgendwelche Herzschrittmacher und so weiter, sondern etwas, was im Menschen selber stattfindet. Richtig verstanden? Das ist so. Also der Begriff kommt ja nicht von mir. Der sagt,
Also es wird natürlich, erstens gibt es Bestrebungen, auf der DNA-Ebene Veränderungen zu machen. Es gibt auch Bestrebungen natürlich gerade auf der Ebene des zentralen Nervensystems durch technische Interaktion mit Computerschnittstellen und mit Computerhardware auch Veränderungen herbeizuführen, die zum Wesenskern des Menschen vordringt. Und diese Ideen kommen von dem Yuval Harari, also ein ganz wichtiger Begriff, Hackable Animals. Was man verstehen muss, ein zweiter wichtiger Begriff von ihm ist die Idee, dass die useless Menschen, useless people. Also der sagt, wir haben eine technische Revolution, in der vieles, was gemacht wird durch Menschen, in Zukunft durch Maschinen wird gemacht werden können. Und es wird dann eine neue Art von Menschen geben, die sich jetzt durch sich sozusagen aufbessern lassen. Und die Masse ist dann, er sagt, die sind useless people. Und er sagt, was wollen wir mit diesem useless people machen? Und er sagt, ja, man kann sie eine Zeit lang ruhig stellen, vielleicht mit Computerspiele mit Unterhaltung und so. Aber am Ende ist die Vorstellung ganz klar, dass diese Menschen überflüssig sind. Und dass jemand solche Gedanken öffentlich äußert, ist vor allen Dingen, ich hatte vorhin über die Geschichte des 20. Jahrhunderts gesprochen, wo es auch ähnliche Vorstellungen gab, wo es auch natürlich eugenische Vorstellungen gab, vor allen Dingen in England erstmal und dann in Amerika, das wissen viele Leute nicht, und dann natürlich zuletzt in der schrecklichsten Vollendung in Deutschland, ja. Und da hätten viele Menschen auch nicht geglaubt, dass das tatsächlich umgesetzt werden würde, was Hitler in Mein Kampf geschrieben hat oder was jetzt Lenin vorhatte. Das waren ja Dinge, die durchaus offen ausgesprochen waren. Sie waren nur so schrecklich, dass man sie nicht hat glauben können. Ist hier was Ähnliches im Gange? Also Sie haben ja gesagt, es gibt ja drei Sachen, die nötig sind. Man braucht die Geldgeber, ich glaube, die technische Realisierung und die Menschen, die Ideengeber. So. Die Ideengeber und die Geldgeber haben wir en masse. Also wir haben eher ist heute das Problem für Menschen mit Geld in der Welt, ist, dass es wesentlich mehr Geld gibt inzwischen, als es Sachen gibt, die es sich lohnt zu kaufen. Das verstehen viele Leute nicht, aber das wäre ein anderes Interview, aber das ist tatsächlich so, dass im Moment es für solche Projekte, muss man sich vorstellen, unbegrenzt Mittel gibt. Wie viele Mittel gibt es? So viel wie nötig. Unbegrenzt. Unbegrenzt. So. Und die Frage ist dann, gibt es die Ideen? Die gibt es auch en masse. Also reduziert sich dann die Frage auf die technische Umsetzbarkeit diese transhumanistischen Vorstellungen. Und ich habe vielleicht, was dieser Teil angeht, eine abweichende Meinung. Selbst sozusagen in der kritischen Community würde ich behaupten, vielleicht eine abweichende Meinung. Viele Menschen haben Angst vor dieser Technologie und die haben, es ist richtig, dass sie Angst davor haben sollen, aber die haben Angst davor, weil sie glauben, das wäre machbar. Und sie glauben, das wird dann tatsächlich diese Supermaschinen-Menschen-Konstruktion geben und die werden die Welt, also wie bei Terminator oder so. Also das ist ein ganz beliebte Idee von Hollywood, von den Spielfilmen. Es gibt mit Sicherheit, ich weiß nicht wie viel, 15, 20, 30 Filme, die dieses Thema haben, vielleicht noch mehr. Terminator ist, fällt mir jetzt gerade ein, die Idee, die Maschinen übernehmen die Welt oder Matrix. Ja, ist auch so. Die Idee ist ja sehr, sehr, sehr weit verbreitet in unserer Kultur und seit langem, mindestens seit den 60er Jahren kommt diese Idee immer wieder. Vielleicht sogar früher War of the Worlds mit Orson Welles in den 30er Jahren ist vielleicht ein erster Vorbote solcher Gedanken. Krieg der Welten, diese Radiosender, wo die Leute dann schreiend auf die Straße gelaufen sind, weil die dachten, es wäre echt. Das heißt, diese Idee ist. Und die Gefahr sehe ich nicht, oder ich sehe das nicht als die Hauptgefahr, weil ich glaube nicht, dass vieles, was man sich vorstellt, technisch umsetzbar sein wird. Und zwar
nicht nur deshalb nicht technisch umsetzbar, weil wir die Technologie noch nicht haben. Und wenn wir die Technologie weiterentwickelt haben, werden wir das umsetzen können, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich, zumindest soweit ich das heute überblicken kann, vielleicht irre ich mich, aber grundsätzlich nicht umsetzbar ist, weil wir überhaupt nicht verstehen, womit wir es zu tun haben. Und damit meine ich, wir haben zum Beispiel, wir wissen überhaupt nicht, was ein Gedächtnis ist, ein Langzeitgedächtnis. Wie wird ein Langzeitgedächtnis gespeichert? Wo wird es gespeichert im zentralen Nervensystem? Das wissen wir doch alles nicht. Wir verstehen was über die Codiermechanismus, über den Codiermechanismus, wir verstehen was über Kurzzeitgedächtnis vielleicht, aber über Langzeit, eine Erinnerung, wie kann man, wenn man 80 Jahre ist, an einem Sommertag sich erinnern, wo man mit seinem Vater fischen war im Sommer, als man 6 war. Und das kann man sich so erinnern, als ob man gerade da war. Was ist das? Wo ist das gespeichert? Es ist mit Sicherheit nicht gespeichert wie auf einer Computerplatte, mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem ist es, und wenn wir das abrufen, dann sind wir da. Also wir rufen das nicht ab und lesen es wie in einem Buch, sondern wir erleben es neu. Und das ist, was das überhaupt ist, ein magisches Phänomen, wenn man darüber nachdenkt. Ist ja, und was ist das? Keine Ahnung. Niemand hat eine Ahnung, was es ist. Oder zum Beispiel die zweite Frage ist das Bewusstsein. Wir erleben unser Leben sozusagen teilweise als Beobachter in einem eigenen privaten Kinosaal und beobachten unser eigenes Leben wie quasi auf einem Bildschirm. Aber trotzdem sind wir in der Handlung selbst. Wo ist das Ich, was das beobachtet? Wo wird es beobachtet? Was ist Bewusstsein? Und es gibt die Vorstellung, ja, das ist halt eine Nebenwirkung, eine emergent characteristic, also eine emergent property. Das heißt, eine Eigenschaft, die sich quasi als Nebenprodukt aus den chemischen, physikalischen Interaktionen zwischen den Neuronen sich quasi automatisch ergibt. Das ist, kann man sich so vorstellen, aber das ist eine Vorstellung. Was das tatsächlich ist, wissen wir nicht. Also ich glaube, dass es da fast, sage ich mal, erkenntnistheoretische Probleme gibt, die völlig ungelöst sind. Dann kann man sagen viele, ja gut, dann ist es halb so schlimm, weil wenn das nicht klappen kann, dann wird man das relativ rasch merken und wird man davon die Finger lassen, weil das wird nichts bringen. Aber wir wissen aus dem 20. Jahrhundert, und ich komme immer wieder auf diese Zeit zurück, wir haben ja genügend Beispiele, dass das gerade dann gefährlich wird. Weil man hat eine utopische Vorstellung, eine sehr stark ideologisierte utopische Vorstellung und will diese Vorstellung auf Biegen und Brechen umsetzen. Und dann funktioniert die nicht. Und was macht man dann? Man verdoppelt die Anstrengung. Und wir hatten nur als Beispiel ist zum Beispiel der Kommunismus. Der Kommunismus wollte den neuen Menschen schaffen und hatte einige, wirklich muss man sagen, schon hehre Ziele. Und dann hat man, wenn man jetzt guckt heute, Ukraine, ein Gebiet, was leider wieder in den Schlagzeilen ist. In den 30er Jahren gab es dann die Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion, unter anderem in der Ukraine, was natürlich der Brotkorb der ganzen Welt fast, oder zumindest für einen Großteil der Welt, ist und war. Und Stalin wollte die Landwirtschaft kollektivieren, die Ukrainer wollten das nicht. Zunächst mal haben viele Bauern die Revolution unterstützt, weil sie aus dieser langjährigen Leibeigenschaft und Unterdrückung kamen und hatten eine andere Vorstellung. Auf jeden Fall hat man das versucht gegen viel Widerstand und hat dann mit Druck dann die Kollektivierung durchgedrückt. Am Ende führte es das zu einer Hungersnot, die sogenannte Holodomor in der Ukraine in den 30er Jahren, wo übrigens erst Gorbatschow zugegeben hat, dass es das gegeben hat übrigens. So. Und das sind aus einer Bevölkerung von 30 Millionen Menschen, 5 Millionen Menschen an Hunger verstorben, innerhalb von 3 Jahren in der fruchtbarsten Region der Erde. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber das ist das, was passiert im Endstadium, wenn man eine Ideologie gegen die Wirklichkeit versucht, mit Macht durchzusetzen. Und jetzt haben wir mit einer Ideologie zu tun, die in ihrer Radikalität alles, was wir bisher hatten, übertrifft. Und zwar
es ziemlich viel übertrifft, weil bisher mit dem neuen wirtschaftlichen System, man hat das Wesenskern der Menschen nicht in Frage gestellt, sondern man hat in dem Marxismus gesagt, der Mensch muss sich in dem neuen System entfalten. Er wird unterdrückt durch das kapitalistische System. Und wenn wir die Fesseln wegnehmen, wird der Mensch sein wahres Potenzial entfalten können, weil er von der Lohnsklaverei zum Beispiel befreit wird. Und diesen Gedanken kann man prima vista was abgewinnen. Ich bin auch dafür, dass die Menschen sich entfalten und nicht versklavt werden. Und deshalb war die Idee so attraktiv. Aber man sieht, wo selbst eine solche Idee hinführt, wenn sie radikal durchgesetzt wird. Und jetzt haben wir eine wesentlich radikalere Ideologie, die nicht nur sozusagen, wo es nicht nur um das Funktionieren des Menschen in einer Umgebung umgeht, sondern um das Menschen in seinem Wesenskern. Sodass man davon befürchten muss, dass die Versuche, die durchgeführt werden, um diese Ideologie zur Wirklichkeit zu verschaffen, wesentlich radikaler und in ihren Auswirkungen doch einen noch größeren zerstörerisches Potenzial entfalten können. Und da sehe ich die Gefahr drin. Ja, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Holodomor, den Sie angesprochen haben, in der Ukraine und den heutigen Plänen für den Transhumanismus liegen daran, die Pläne von heute liegen offen auf dem Tisch. Sie sprachen über die vierte industrielle Revolution, Great Reset, die Schriften von Yuval Harari, alles das ist da und ist bekannt. Holodomor war damals nicht bekannt, das hat im Geheimen stattgefunden. Auf jeden Fall, die Menschheit wird in irgendeiner Weise dumm gehalten. Auf der anderen Seite, eine der Taktiken ist ja auch, jetzt Kritiker am Transhumanismus, wie Sie einer sind, dann durchaus in einen Topf zu werfen mit vielen anderen. Es gab da kürzlich einen Artikel in der Zeit, da war die Rede davon, dass Putin-Versteher, radikale Impfgegner und christliche Fundamentalisten jetzt ein gemeinsames Thema gefunden haben, nämlich den Transhumanismus. Nun, christliche Fundamentalisten, ich selber glaube schon, dass Christentum ein gutes Fundament ist. Wahrscheinlich bin ich in diesem Fall auch damit gemeint, obwohl ich kein Putin-Versteher und auch kein radikaler Impfgegner bin. Versucht man hier die Kritik an den Plänen des Transhumanismus sofort ins rechte Eck zu schieben und damit mundtot zu machen? Ja, selbstverständlich. Also diese Begriffe im Prinzip sind so oft wiederholt worden und in so vielen Kontexten, dass sie so gut wie inhaltsleer sind. Und das sind Schlagworte und es ist eigentlich die Zeit, die mal eine gute Zeitschrift war. Ich habe die Zeit, als ich nach Deutschland kam vor vielen Jahren, jetzt habe ich über viele Jahre die Zeit abonniert. Und ich war nicht immer einer Meinung mit dem, was in der Zeitung stand, aber ich habe Gräfin Dönhoff sehr gerne gelesen und fand die Zeitung, die war wirklich eine gute Zeitung. Die ist jetzt, wenn sie sich jetzt als Blatt für solche Meinungen gibt, ist es einfach ein Zeichen der Misere der Presselandschaft in Deutschland, dass dieser Markus Linden ist, glaube ich, dass er sich mit solchen Schlagwörtern umgibt, das ist unter seinem Niveau. Und er müsste sich eigentlich schämen, dass er als Akademiker sich hergibt für solche Inhaltslose. Und das Problem bei solchen Begriffen ist, dass die diffamierend sind und dass sie unfair sind, das ist die eine Sache. Das eigentlich Schlimme ist, dass die dumm sind, weil die ohne Inhalt, ohne Referent sind. Und daher, das Interessante an einem solchen Artikel ist nicht so sehr der Inhalt, weil der Inhalt, das sind, muss man einfach sagen, propagandistische Versatzstücke. Das Interessante ist, dass man es sich nötig sieht, in einem Sozialalpha-Publikation in Deutschland ein solches Thema sozusagen auf die erste Seite zu bringen. Und ich würde die Bedeutung dieses Artikels eher sozusagen in seinem, ja, also es ist ein Zeichen, also in seiner semiotischen Bedeutung, also seine Bedeutung als Zeichen einer Reaktion und nicht wegen des Inhaltes. Und das ist hier so, dass der Markus Linden einen Auftrag bekommen hat,
gegen die Gegner des Transhumanismus vorzugehen und hat dann aus seinem Lego-Baustein Versatzstücke zusammengesetzt und hat dann sein kleines Häuschen gebaut. Und das könnte ein anderes Thema sein, da würden dieselben Versatzstücke vorkommen. Also, aber die Bedeutung liegt daran, dass er dieses Thema aufgegriffen hat oder beziehungsweise diesen Auftrag bekommen hat, zu diesem Thema was zu schreiben. Und hieran können wir erkennen, dass dieses transhumanistische Agenda kein Hirngespinst ist von seinen Kritikern, dass man sich das ausgedacht hat, sondern dass es ein reelles Projekt ist, was reell verfolgt wird. Und das ist die Bedeutung dieses Artikels. So, das heißt für uns natürlich jetzt auch wachsam zu bleiben und weiterhin diese Dinge zu beobachten. Sie haben von sich selbst mal gesagt, Sie betrachten das Thema aus der Hubschrauberperspektive, ohne jetzt selber der Top-Experte in den einzelnen Themen zu sein. Ich glaube, gerade diese Hubschrauberperspektive ist so wichtig, weil wir dann quasi das große Ganze sehen können. Wir haben über die Philosophie gesprochen, die dahinter steht, die Ideologie, die Machbarkeit. Das sehen wir immer wieder an neuen Artikeln, die kommen, was alles hier technisch geplant ist und wie der Mensch auch in vielfacher Weise manipuliert werden soll. Heute sind es vielleicht die Apps, die uns von außen her beeinflussen. In Zukunft soll das natürlich nach innen verlagert werden. Auch da gibt es schon einschlägige Patente. Ich selbst habe im Patentwesen gearbeitet. Mir wird es ganz anders, wenn ich einige dieser neuen Texte lese, die dort in Planung sind. Und letztlich dann die Finanzen dahinter. Und die Finanzen scheinen heute eben auch ihren Einfluss zu nehmen auf vielfältige Publikationen, die es gibt, wo wir nicht erwarten können, jetzt aus der Mainstream-Presse unbedingt über alles informiert zu werden, was wir wissen sollten. Also was die Menschen begreifen sollten, ist Folgendes, dass diese Sachen uns vorgestellt werden als rein im positiven Licht, dass das eine Verbesserung ist. Und es ist natürlich so, ich bin auch ein Freund der Digitalisierung, weil wir könnten, wenn die Digitalisierung klug eingesetzt wird, wir könnten den Wohlstand der Menschen erheblich verbessern auf der Erde. Es gibt zum Beispiel keinen Grund heutzutage auf der Erde, warum nicht jeder Mensch ein gutes und langes Leben führen kann, in Gesundheit und Frieden. Das war bisher nicht der Fall. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Bis ungefähr in die 70er Jahre hinein gab es, wenn es Hungersnot auf der Erde gab, gab es manchmal Situationen, wo man nichts machen konnte, weil eine Ernte ausgefallen war, weil wir die logistischen Möglichkeiten nicht hatten, diese Hungersnot zu beseitigen. Es gab solche Situationen. Heute ist das, ich weiß nicht, vielleicht 60er, 70er Jahre. So. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und uns wird so ein Katastrophenbild der Welt vorgestellt. Dabei ist die Lebenserwartung heute weltweit bereits 74 Jahre. Das ist so hoch, wie sie in Deutschland war, erst in den 70er Jahren. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum wir tatsächlich nicht sozusagen ein Himmel auf Erden haben könnten, wenn man so will, ohne jetzt selber in eine Utopie abgleiten zu wollen. Und wenn das heute nicht realisiert wird, dann liegt es an uns, dass wir das nicht, die Technologie nicht richtig umsetzen. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir tatsächlich diese Situation, eine Welt, wo alle in Wohlstand und Frieden lange gesund leben können, haben könnten. Und anstatt dass wir diese Chance, die Technologie, die uns geschenkt worden ist oder die wir entwickelt haben, ergreifen, um das umzusetzen, was machen wir als Spezies? Wir gehen in die andere Richtung. Um in einer Welt, wo es um die Versklavung und die Abschaffung des Menschen geht. Und das ist, das ist überhaupt keine Notwendigkeit. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit für diese Entwicklung. Wir könnten exakt dieselben Technologien benutzen, um den Menschen zu viel mehr als bisher in die Lage zu versetzen, sein wahres Potenzial als Mensch zu entfalten. Aber wir können mit unserem Menschsein, kommen wir nicht klar. Und wir wollen den Menschen abschaffen. Das ist ja, Nietzsche hat das ja damals schon vorausgesagt. Ja?
Und es ist diese radikale Abschaffung des Menschen. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Und ich bin ein Freund der Technologie. Ich bin ein Freund der Computer, der Digitalisierung. Ich bin ein Freund auch der Biotechnologie in bestimmten Bereichen. Es liegt nicht an der Technologie, es liegt daran, was wir machen. Und viele sozusagen in den kritischen Lager sind grundsätzlich gegen die Technologie als solche. Ich halte das sowieso, wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, ehrlich gesagt, das Rad zurückzudrehen. Sondern wir müssen den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen, so wie er ist. Und die Technologie dafür verwenden, sozusagen den Menschen zu seinem wahren Potenzial zu verhelfen. Und stattdessen reden wir über hackable animals, über useless people. Und das ist eigentlich, es ist nicht nur eine radikale Versklavung, sondern es ist so unnotwendig. Es gibt gar keine Notwendigkeit, die Technologie so zu verstehen. Und es ist zum Beispiel, wenn man jetzt die Evolutionslehre sich anguckt, also oder wie man die Natur sich betrachtet, also von Darwin kommt die Idee Survival of the Fittest, also Überleben der Besten, also es ist ein Kampf bis aufs Blut. Aber die Natur ist nicht so. In der Natur ist dominiert vielmehr sozusagen die Symbiose, das Zusammenwirken, das Zusammenleben. Warum begreifen wir die Natur nicht so? Warum müssen wir sie als Kampf bis aufs Blut begreifen? Warum müssen wir die Technologie benutzen, um uns selber abzuschaffen? Warum benutzen wir nicht dieselbe Technologie, um uns zu entfalten? Und das ist sozusagen eher mein Plädoyer. Ich bin kein Technikgegner und erst recht kein Ewiggestriger. Und ein Markus Linden hat da wirklich keine Ahnung von der Technologie übrigens und darf diesen Artikel schreiben. Das finde ich auch ein bisschen empörend. Und das empört mich, dass die Zeit sowas durchgehen lässt. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber nur so, das ist sozusagen, ich sehe das nicht nur als Gefahr, die gibt es, sondern als vertane Chance. Und das tut mir schon ein bisschen weh in der Seele. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, haben Sie gesagt. Das würden wahrscheinlich die sagen, die Transhumanismus auch befürworten. Die Frage ist, welches Menschenbild steht da im Mittelpunkt? Das ist eigentlich die wesentliche Frage. Und wenn ich jetzt gerade überlege, wie sehe ich als Christ das Menschenbild, der Mensch geschaffen im Bilde Gottes, die Erde uns untertan, um in guter Weise verwaltet zu werden, sind das Dinge, die sehr unterschiedliche Antworten haben können auf die Fragen unserer Zeit. Und das möchten wir dann sozusagen auch als Abschlussgedanken mitgeben. An Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist mein Menschenbild und was verbessert tatsächlich die Welt? Ist es die Technologie? Ist es letztlich die Abschaffung des Humanen, die Überwindung des Humanen oder nicht eine Rückkehr zu dem, was eigentlich den Menschen ausmachen sollte? Herr Professor Kallen, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Alles Gute weiterhin und bis vielleicht ein andermal. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Hoffmann. Viele Grüße nach Wien, ja? Danke.